Erfahrung, wie ich aus dem Zelt klettere, das habe ich euch mal lieber erspart. Das ist dann wahrscheinlich wie Götterdämmerung, wenn ich da so rauskomme. Jo, packen hat begonnen. Und dann geht es wieder auf die Strecke, ne? Tag 2, ja, gestern noch sehr witzig. Es fing ja an zu regnen. Ich musste natürlich erst noch meine Luftmatratze aufpumpen, bevor ich mich drauflegen kann. Hab mich aber, weil, ja, man kann drin sitzen, aber ich habe dann Krämpfe gekriegt, also habe ich mich hingelegt, die Matratze auf mich, um dann aufzupumpen. Ja, eine Stunde später bin ich dann wach geworden. Die Matratze lag immer noch auf mir, war aber noch nicht fertig gepumpt. Ja, habe ich dann noch zu Ende gemacht. Kann passieren. Muss aber nicht. Ja. Ja, besser. Im ersten beginnenden Schauer habe ich jetzt gerade noch mein Zelt eingepackt. Jetzt geht die Marke abhängen, die Nummer abgeben und dann auf die Strecke. Also Kondome schützen, Regenjacken auch. Ich habe es jetzt angezogen. Ansonsten, es ist eigentlich alles trocken. Ein paar Tropfen sind nur rausgekommen. Ansonsten ist alles trocken. Jetzt geht es gleich durch irgendein Naturschutzgebiet. Ich bin gespannt, weil als Komoot-Highlight gekennzeichnet, wie schön es denn auch wirklich ist. Stopp, stopp, stopp. Jetzt habe ich ja glatt was vergessen. Ja, ich befinde mich auf meiner Schwedenradreise entlang der Südküste und der Ostküste von Schweden. Jetzt hier noch im Teil 1, sprich, ich verfolge die Südküste von Schweden in Richtung Karlskrona. So, nun viel Spaß beim Gucken, Kette rechts. Wenn ich hier schon nicht baden kann, dann will ich ja wenigstens mal zum Strand geguckt haben. Hunde sind ja auch verboten, sich gerade noch. Interessante Rettungsringe, wo es die gibt. Ist sogar ausgeschildert, falls doch jemand hier reingeht. Also dafür, dass hier Baden verboten ist, sieht es aber irgendwie alles sehr, sehr zugänglich aus. Aber gefährliche Unterströmung, davor wird nicht umsonst gewarnt. Na, ich fahre so im Hintergrund. Ist das nicht ein Bild für Götter? Gut, es ist jetzt 8:50, wird Zeit, dass ich mich bewege. Um 12 Uhr soll es regnen, ich kriege aber jetzt schon den ersten Tropfen ab. Ab 14 Uhr ist sehr starker Wind mit 30-40 km/h Windgeschwindigkeit aus Nordwest. Ich muss jetzt gerade nach Nordost fahren. Die nächsten 40-50 Kilometer sind es und die sollte ich geschafft haben, wenn ich nicht gegen eine Wand fahren will. Ja, das ist der Plan und dann werde ich aber auch sehr bald danach dann mir ein Quartier suchen. Ich will es heute nicht übertreiben. Gestern war ein bisschen zu viel für einen Anfangstag und so trage ich dann immer die nächsten Tage in mir mit. Der Regen setzt zu früh ein. Er ist jetzt hier ein. Also 2,5 Stunden zu früh. Dann werde ich euch erst einmal wegpacken. Keine 2 Minuten später hört der Regen schon wieder auf. Also das ist unglaublich. Aber der Tag fängt insgesamt schon sehr gut an. Ich habe mein Ladekabel für mein Telefon kaputt gekriegt. Habe eigentlich aber noch 2 Redundanzen dabei. Also ist nicht so schlimm. Und ich hätte jetzt, als ich das Telefon am Strand rausgezogen habe, um Fotos zu machen, ist mir der Wahoo rausgefallen, nämlich so war es nicht aufgefallen. Das wäre noch fast doch noch was geworden. Hey! Hey, 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 hey! Ja, hier sind die Rennradgruppen unterwegs im entsprechenden Tempo und ich bin gemütlich unterwegs. Jetzt habe ich gar nicht zu Ende erzählt. Da ist mir, als ich das Telefon rausgezogen habe, ist mir der Wahoo in den Sand gefallen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Erst als ich Telefon und Wahoo synchronisieren wollte, merkte ich das. Also nochmal zurück und den Wahoo im Sand gesucht und ein Glück gefunden. Ja, auch da gibt es ja die Redundanz. Ich habe ja alles auch auf meinem Telefon gespeichert. Aber eigentlich möchte ich mir das ja auch weiterhin als Plan B lassen. Das Naturschutzgebiet kommt, an das ich hier reinfahre. Aber ist jetzt keine selbstgewählte Strecke. Es ist der Südwestküstenradweg, den ich hier fahre. Aber der Anfang ist schon mal sehr vielversprechend. Sehr schön.
wahrscheinlich wieder ganz besonders schlaue Deutsche, die dann einfach auch im Naturschutzgebiet campen. Ein Holzsteg in die Unendlichkeit, könnte man mal denken, wenn da hinten nicht schon die Autos stehen würden. Ja, für mich geht es jetzt aber hier weiter entlang der Küste. Ist übrigens auch ein Reitweg, also ich kann dann Ride My Pony jetzt hier. Eben hatten sich der Südostläden, also der Südostküstenweg, von dem Reiterweg getrennt. Der Südostläden ist nach links abgebogen. Ich habe meine Route hier lang geplant. Ich weiß noch, welche Schwierigkeiten ich hatte, die Route beizubehalten. Es ist eigentlich auch der Reiterweg. Aber ich sehe auch, es sind hier andere Fahrradspuren drin. Also nicht nur ich habe probiert, hier die Küstenlinie zu halten. Ich bin jetzt die ersten 8 Kilometer sehr gut windgeschützt gefahren. Dadurch bin ich recht gut vorangekommen, selbst in dem Naturschutzgebiet. Bis Aarhus sind es jetzt noch auf dem Radweg 11,6 Kilometer. Und ja, hier wollte ich eigentlich gucken, ob ich was essen kann gerade in Furebode, aber das gehört leider zum Internat, was es hier gibt. Das ist nicht frei wählbar als Essen. Jetzt führte hier der Weg, naja, durch so eine Wohnhaussiedlung. Also reine Wohnstadt war es jetzt hier. Und nun geht es eben wieder in der Natur weiter. Es sieht aus wie ein Fjord. Sehr gut windgeschützt, also lässt sich sehr gut fahren, also besser als mancher Mecklenburger Asphalt. Dürfen ein paar Ups and Downs nicht fehlen. Diese Flachbauten, Bungalows als Wohnhäuser sieht man hier sehr viel. Auch eine große Fensterfläche zur einen Seite und der Rest eher abgeschottet. Jetzt bin ich in einem Vorort von Aarhus. Der Hafen von Aarhus. Mit dieser farbenfrohen Kulisse gab es jetzt noch ein Foto, was vorbeikommende Einheimische gemacht haben. Das ist übrigens eine Drehhubbrücke oder irgendwie so wurde hier geschrieben in Komoot. Ich muss selber noch mal nachlesen. Der rote Backstein und die Architektur der Hanse. Hier ist sie. Der Weg nach oben hat mir zwar jetzt nicht das gewünschte Frühstück und den Kaffee eingebracht, den ich wollte. Aber immerhin habe ich ein Eis gegessen. Schwedisches Eis ist auch was Besonderes. Oder ist auch was Besonderes gerade gewesen. Ich denke mal alte Stadtmauern. Und zwar insofern, weil es sehr fest ist. Nicht so soft, wie man es sonst kennt, und der Schokoladengeschmack ist schön intensiv. Sehr lecker. Naja, doch keine Festungsmauern. Der Gegenwind bremst jetzt doch ganz schön aus. Besser ist, wenn man seinen Weg richtig kennt. Ich folge gerade dem Hinweis Richtung Christianstad. Eigentlich weiß ich aber, ich komme gar nicht da durch, das lasse ich mich westlich von mir liegen. Aber den Radweg in diese Richtung habe ich auf der Suche nach meinem Track schon zweimal gekreuzt. Wäre ich dem einfach mal gefolgt, dann wäre ich wahrscheinlich eine Viertelstunde weiter. Naja, jetzt bin ich 3 Stunden unterwegs, inklusive Einkaufen, 25 Kilometer habe ich erst geschafft. Heute ist nicht der schnelle Tag. Hey, es ist nur Seitenwind, aber er bringt mich fast zum Stehen. Im zweitkleinsten Gang geht es für mich gerade voran. Nachher muss ich nochmal gegen den Wind. 20 Kilometer etwa. Oh. Rinkaby bietet mir nun ein bisschen den Windschutz, hoffe ich. So ist ein Wind gedreht und gleich wieder 22 km/h. Liegt doch nicht an mir, liegt einfach nur am Wind.
Ist mal schön zu wissen. Die schön fahren. Ich drehe gleich und fahre mit dem Wind. Ist das geil. Ich freue mich drauf. Yongbi, der Ort, in dessen Richtung ich jetzt abbiege. Ich bin doch sehr überrascht auf der Strecke, die ich fahre. Also eigentlich kommt permanent irgendwie ein Haus. Da ist nicht viel Platz zwischen, immer so 200, 300, vielleicht mal 400 Meter. Nächste Haus steht da, egal ob Ort oder nicht Ort, aber wirklich andauernd. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und hier stehen jetzt noch ein paar Pferdchen rum. Das ist jetzt die Belohnung für die ersten 3 Stunden des Tages. Mit dem Wind und leicht bergab, geil. Füttern wir, leben. Der Liebe, er steht auf dem Feld, hält es kurz und damit ist er glücklich. Also, wenn ich jetzt gerade ein Quartier hier finden würde, irgendwie habe ich heute noch, würde mir reichen. Sind nur 40 Kilometer, 42, aber egal. Urlaub. Treffe ich mal wieder auf den Ost-Südkosten-Radweg hier. Der hatte ich schon eine Weile verlassen. Jetzt bin ich wieder drauf. Ich bin jetzt nur geradeaus gefahren, aber jetzt heißt das Ding hier Schmugglerrundern. Also die Schmugglerrunde. Okay. Schöner Name. Ich bin zurück an der Ostsee. Jetzt nach, naja, 20, 25 Kilometern. Okay. Und zurück auf der Straße. Richtig schönes, dunkles Blau. Und wir fahren jetzt nach, ich denke mal, Valje heißt es rein. Ich nenne es mal Valje. Valje Strandkrug. Ich hoffe, ich kriege hier ein alkoholfreies Bier. Das probiere ich mal. Ich werde alt, jetzt habe ich gerade so richtig gemerkt. Ich habe gerade 2 alkoholfreie Biere da noch gekauft, so eine kleine 0,2er Flaschen. Und bin tatsächlich da an diesem schönen, bequemen Sessel eingenickt. Hab jetzt fast eine Dreiviertelstunde da geschlafen. Bisschen späte Zeit. Ein schöner Zeltplatz, aber jetzt bin ich wieder fit, jetzt kann ich wieder ein Stück weiterfahren. Und hier ist ein schöner Radweg. Eigentlich führt mich meine Strecke jetzt wieder zurück, aber der Radweg müsste jetzt an der Küste hier lang weiterführen. Und das andere müsste ich jetzt richtig berghoch fahren. Ich bleib hier. Das ist der Südostküstenläden. Ah, der wird ja schon durchführen. Oi. Irgendwie sind hier die Vorortsiedlungen irgendwie anders angelegt als bei uns. Viel schöner. Sehr schön. Muss man von seinem Plan abweichen. Und dann kommt man an die richtig schönen Stellen. So geht es mir gerade. Ich fahre gerade einen kleinen Umweg von 5 Kilometer. Aber wunderschön. Wunderschön. Eine Goldwing aus Wolfsburg. Ja, mein Trek wäre jetzt eigentlich nach links gegangen und dann dieser Straße da gefolgt, dieser Hauptstraße. Und ich fahre jetzt doch küstennäher. Ich fahre jetzt hier noch weiter. Ich komme so in 20, 30 Kilometern, komme ich wieder auf meinen Trek. Das reicht mir. So komme ich auch durch den Ort Norge, an dem ich sonst vorbeigefahren wäre. Hey. Mein ursprünglicher Weg wäre da oben durch diese Hügelchen gegangen. Und hier bin ich jetzt näher am Wasser, aber sie ist jetzt gerade nicht, aber ich bin näher dran. Der Abschnitt ist jetzt gerade ein bisschen unschöner. Links ist die Autobahn, rechts ist die Landstraße. In der Mitte ein gut zu befahrener Radweg. Aber man hat keine richtige Alternative. Außer man fährt eben durch die Berge. Hügel. Gleich an der Norge, an diesem Ort sogar schon vorbei. Läuft gerade relativ gut hier, der Weg fährt sich gut. Und der Wind ist gut abgeschirmt durch die wunderschönen Birken. Spontanes Check-in hier jetzt. Restaurant geht leider nicht, aber
Es wird trotzdem ein Hamburger für mich vorbereitet, ein Doppelhamburger. Ja, checke ich natürlich jetzt hier ein, habe dann hier auf der Zeltwiese dahinter gleich freie Platzwahl und warte jetzt erstmal auf die Hamburger, bevor dann wieder die Küche schließt. So, freie Platzwahl. Aber die Wiese dazu wurde mir ein bisschen weiter am Wasser angezeigt. So ein Häuschen hätte ich auch noch mieten können, das war einige frei. Jetzt ist ja gar nicht so einfach, so einen Platz zu finden, weil hier überall solche Steinplatten drunter sind. Ich muss ja gucken, dass ich meine Nägel reinkriege, aber hier ist wenigstens einigermaßen eben. Ich hoffe mal, dass ich das hier irgendwie bekomme. Ach ja, und der Platz hat auch das Charme. Die Wege zu den Sanitärräumen sind kurz. Und da schauen wir, das ist doch ein stattliches Frühstück morgen früh. Schön mit Brötchen. Ich habe ein bisschen Schokolade und Schokolade zur Auswahl. Ich habe vorhin auch so in den Kaffee getrunken. Dann gibt es hier noch ein bisschen Hummercreme. Und last but not least Chips, wenn ich nicht satt wäre, Aribo. Ja, so der Plan. Hier nochmal der Blick über das Gelände. Also da hinten das Gelbe ist das Sanitärgebäude. Quasi daneben steht mein Zelt. Der Zeltplatz ist vielleicht zum Viertel ausgebucht. Heute ist Sonntag, könnte also Abreiseverkehr sein. Zugang zum Wasser ist da. Und die Insel kostet wohl extra. Auf der kann man auch übernachten, aber eben nicht mit Fahrzeug, sondern wenn, dann nur mit Zelt bzw. mit Fahrrad. Ja. Von der Insel aus kann man wohl auch ins Wasser gehen. Hier ist es wohl nicht erlaubt. So gut, wie mein Dänisch ist, habe ich das so verstanden. Na, Schilfzone ist natürlich jetzt Mückenzone, wenn man jetzt hier zu dicht dran ist. Da bin ich dann sehr gut mit meiner Entfernung hierzu. Alholmens. Also es heißt leider nicht Alkoholmens. Also jetzt hätte ich schon Lust auf einen Sundowner, aber naja, man kann ja alles haben. Ja, 20 Uhr, kein Sundowner, ist es gleich. Also es wird Zeit für mich zum Schlafen gehen. Ich will morgen weiterkommen, morgen Karlskrona. Karlskrona möchte ich mir auch anschauen. Und ob es denn noch weitergeht als Karlskrona, weiß ich nicht. Also müsste eigentlich wieder Rückenwindlage sein. Also eigentlich müsste ich da relativ schnell hinkommen. Die Gegenwindpassage habe ich nahezu abgeschlossen. Dann fehlen mir noch 5 Kilometer, 6 Kilometer. Dann bin ich eigentlich wieder in der Rückenwindlage. Aber naja, jede Prognose ist immer eine Prognose und keine Prophezeiung. Ne? Gut, in dem Sinne, hat es euch gefallen, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und schaltet ein beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Schweden.